Dein Wein weiß sein, Obelfing, das sitzen schon so manche drin. Ein schön Gedicht, die Reimler, absoffenen mit Daimler. Eine Hausfrau, die heute Ausgang hat, ein Armani-Anzug aus der Stadt. Ich krieg einen Pinot Grigio. Ruft da ein Hobby-Gigolo. Er ist schon graumeliert und hat irgendwann studiert. Ein Student studiert die Weinkarte und stellt sich einen Tee. Weil er kriegt beim Diskutieren sonst Hirn und Schädel weh. Da denkt sich der andere nichts, denn mit 2 Liter Graufernatsch hast du in deinem Belly drin eh bloß nur lauter Matsch. Beim Weinbeißer in Obelfing, da sitzen schon so manche drin. Dahint, da sitzt der Bürgermeister. Ich weiß nicht, einer kennt einen. Hollerit? Dahint, da sitzt der Bürgermeister. Ja, schau, wie es einem taugt. Zigarre, Wein und Speck und wie er aus Wampel geschaut. Und da die Frau vom Farbengeschäft, gut geschminkt, die Dame, die macht mit ihrem Schminkgesicht fürs Farbengeschäft Reklame. Rote und auch schwarze, grüne, blaue, gelbe, ab dem 3. Viertel rennt alle nur noch selbe. Ein Weinbeißer in Obelfing, das ist eine Küche und eine Stumm, und in der Mitte steht der Ofen und da hocken sie alle rum. Ein Gmierstandler, ein Fliesenleger, ein Buchbinder, ein Bettvorleger. Manager und Maurer und mancher möchte gern einmal gescheit daherreden und alles, wenn's dann hören. Bilder hängen an der Wand, gemalt von kundger Hand. Manches ist auch fotografiert. Hey, da hängt ja der Wirt. Ab und zu ein Nackerde, das heißt natürlich Akt. Das sind dann die Bilder, bei denen man nichts sagt. So mancher stumme Fisch am Tisch ist schon gesprächig geworden. Bei Chardonnay und Pinot wären Politiker geboren. Doch manch ein Besserwisser soff auch schon kläglich ab. Besoffen ist halt jeder einfach nur ein Lapp. Beim Weinbeißer in Obelfing, da sitzen schon so manche drin. So redt und philosophiert man über den Sinn des Lebens. Man sucht den Sinn im Weine drin, der andere fragt seine Nachbarin. Doch es ist meist vergebens. Oft zu später Stunde, da sitzen noch ein paar in gemütlich kleiner Runde mit dem Wirt, dem Conny, da. Und er holt den Leierkasten und spielt uns eine Weise und die Kaffeemaschine röchelt nur noch leise. Das Leben ist, ob man es will, vielleicht ein Leierkastenspiel. Es hört auf und geht von vorne los, hoch und tief die Töne. Manchmal gibt es eine Pause. Das ist dann das Schöne.